Der Mann bereitet einen Tyrannenmord vor. Obwohl dieser klassische Begriff für die Beseitigung Hitlers eigentlich viel zu edel ist. Georg Elser, ein eher unauffälliger Außenseiter, hat eine komplizierte Bombe gebastelt, die er 1939 im Münchner Bürgerbräukeller unter dem Podium einer NSDAP-Veranstaltung, bei der Hitler reden soll, platziert. Und wenn sich der Zeitplan der Nazis nicht unversehens geändert hätte, wäre der Menschheit schon damals einiges erspart worden. Eine Bombe. Hallo! Wo will es die noch? Georg Elser. Er ist einer der wenigen wirklichen Helden unserer Geschichte, wurde mit seiner mutigen Tat schnell ins Vergessen versenkt. Nur wenige wissen von ihm. Es ist eine Schande. Ich muss selber auch gestehen, dass ich von ihm, bevor ich das Drehbuch bekommen habe, nichts gehört habe. Ich wusste, da war mal was mit dem Bürgerbräukeller, aber weder wie der Täter hieß oder wie das vonstatten ging, das wusste ich nicht. Umso mehr freut es mich, dass der Film jetzt den Versuch unternimmt, Elsa wirklich ins kollektive Bewusstsein zu bekommen. Und es ist natürlich interessant, dass das so lange totgeschwiegen wurde, auch von den eigenen Verwandten und Bekannten, weil sie waren beschämt und haben so gesagt, das ist eher... Er wurde ja auch nicht als Widerstandler anerkannt oder wahrgenommen oder erst sehr spät. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und eigentlich auch krass. Und deswegen wird es jetzt Zeit, dass man ihm dieses Denkmal setzt. Der war für mich immer ein bisschen ein Rätsel und ich habe immer gespürt, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Weil beschrieben wurde er als so ein Einzelgänger, als ein Spinner, heute wird man wahrscheinlich sagen Nerd oder sowas. Und ich habe das nie ganz geglaubt. Und als ich dann den Untergang vorbereitet habe, bin ich halt auf neues Material gestoßen. Der Mann war einfach so ein Freidenker, der war eigentlich einer von uns. Das war so ein, der hat gerne Spaß gehabt, der wollte Abenteuer, der wollte raus in die Welt. Das war so, wie man sagen würde, so ein, eigentlich, obwohl er eigentlich ungebildet war, ein kleiner Arbeiter war, ein Universalmensch. Und was ist mit der Bruni? Nix, die hat auch ihren Spaß. Wenn du willst, gehe ich. Spinnst du jetzt? So eine Figur glaubhaft zu machen, das steht und fällt ja auch mit der Besetzung. Ich finde Christian Friedl vorzüglich. Wie haben Sie den entdeckt und wie war so Ihre Zusammenarbeit? Ja, Christian fasziniert mich schon seit dem Weißen Band. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und es gab halt, wie man das immer macht bei Hauptrollen natürlich, entweder hat man schon eine Idee sofort oder man forscht. Und dann holt man halt viele unterschiedliche Kollegen rein und macht halt Casting-Bänder, Casting-Sessions mit den Kollegen. Bei Christian war einfach sofort klar, dass der Mann Elsa atmet. Ja? Nicht nur, dass er ein brillanter Schauspieler ist, ein absoluter Ausnahmeschauspieler, der hat einfach diese Figur geatmet, der war Elsa, das war allen klar. Hans Bringermann, es gibt was zum Feiern! Und sag, wie viel Prozent? NSDAP scheint mit 44% die stärkste Partei im Reichstag wurde. Auf unsere Führung! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Also was ich schön finde, ist, dass er jetzt im Film nicht unbedingt der typische Held ist. Und dass es eigentlich ein ganz normaler Typ ist, der das Leben liebt, die Musik liebt, die Frauen liebt, die Freiheit liebt. Und er war mir da gerade in diesen Punkten wahnsinnig nah. Ich bin selbst auch Musiker und ich erlebe es in Deutschland immer, dass man immer das Gefühl hat, hier wirst du in irgendeine Schublade gesteckt und ein Berufsfeld
reicht bitte, bitte nicht mehr. Das können wir irgendwie nicht verarbeiten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also, weil ich glaube, gerade in uns allen stecken so viele Möglichkeiten. Und es ist toll, wenn man diese auch ausprobieren kann und leben kann. Und da war er mir sehr, sehr nah. Heil Hitler, Herr Elser. Heil Hitler. Mahlzeit. Denken Sie, der Führer ist tot? Sie meinen, Sie haben Ihr Ziel erreicht? Der Führer lebt. Er hat 13 Minuten vor der Explosion den Bürgerbräukeller verlassen. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Und dann habe ich versucht, im Laufe des Drehs mich noch näher an ihn anzunähern und auch gerade zu gucken in den Situationen, die für ihn selbst auch neu waren. Die Verhöre, die Brutalität, die Folter, die Isolationshaft am Schluss. Da habe ich versucht, nicht zu viel zu wissen als Schauspieler und mich am Set dem einfach mal zu überlassen und zu gucken, was passiert. Wir glauben Ihnen kein Wort. Was? Ein kleiner Handwerker wie Sie kann so eine Bombe unmöglich allein gebaut haben. Wer hat Ihnen die notwendigen Hilfsmittel beschafft? Zum letzten Mal, wer sind Ihre Hintermänner? Gut, dann sage ich es halt. Der Churchill hat mich im Milchladen angerufen, weil im Rathaus wäre es eher schlecht gewesen. Der Churchill hat mich angerufen und gesagt, Elsa, bau eine Bombe und jag den Hitler für mich in die Luft. Wir alleine schaffen das nicht. Was ich wunderbar finde, ist, dass er so eindeutig widerlegt, dieses, was immer gesagt wurde, ich habe ja entweder nichts gewusst oder ich konnte nichts tun. Zivilcourage war möglich. Mhm. Absolut. Aber wir mit unserem Wissen heute und über dem ethischen Verständnis, was sich über die Jahre hinweg auch entwickelt hat, wir können natürlich jetzt leicht sagen, das waren Verbrecher und die waren Verbrecher und wir müssen was tun. Aber ich glaube, dass es ganz schwierig war in dieser Zeit, wo ja die Nazis auch eine Euphorie entwickelt haben am Anfang. Und ich weiß das auch von meinem Opa, der ein Begeisterter in der Hitlerjugend war und der danach erst wirklich die Augen geöffnet bekommen hat und geschockt war. Also es ist sehr diffizil zu betrachten sozusagen, aber es war möglich, Zivilcourage war möglich. Und Elsa zeigt, dass man eben die Augen geöffnet haben lassen muss. Und was wäre gewesen, wenn mehrere Menschen den Mut und die Courage gehabt hätten? Zivilcourage ist immer möglich. Die Frage ist, was ist die Konsequenz? Wie weit gehe ich? Wie mutig bin ich? Was erlaube ich mir? Was habe ich in mir, das mich zwingt, das zu tun? Und das hat der Elsa halt gehabt. Das kam aus seinem innersten Bedürfnis. Er hat einfach in sich einen Widerstand gehabt, dem man nicht entgehen konnte, gegen ein System, das in Gewalt glaubt, unterdrückt, kontrolliert. Und es braucht sehr viel Mut, das zu tun. Aber möglich ist das für jeden von uns. Und das setzt er als Beispiel, dass ein Mann einen Unterschied machen kann.